Moin, zweiter Tag Camping Adventure. Camping war nicht so erfolgreich. Ich musste leider feststellen, dass die Sachen hier nicht so richtig dicht sind. Da hat es reingetropft. Da ist mein Notbehelf. Eigentlich habe ich mit dem Kopf nach da gelegen. Naja. Da ist wohl noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf, aber I survived it. Schönen guten Morgen euch. So, nach einem ausgiebigen Frühstück und zwei großen Pötten Kaffee kann es jetzt weitergehen. Wir fahren jetzt hier von Wilhelmshaven zum Max Speed Shop, fahrt ungefähr 20 Minuten und dann sehen wir und hören wir uns wieder. Bis dann. Ich fühle mich von Herrn Degenhardt gestalkt.
Hat sie ihn gerollt oder gesprüht? Gesprungen. Hier in der Halle eben. Da hier, wo der jetzt steht. Da sieht man noch ein bisschen. Da draußen kann ich nicht mehr lackieren. Ne? Da hättest du eine Anzeige gekriegt mit 1000 Euro Strafe. Da war nicht aber man darf doch mit Sprühen. Ich wüsste ja frei. Ich lasse den lackieren. Was mal unser Wart? Wie war der Verbot? Der war sehr wenig angefallen. Wir haben noch vom Jahr gefallen. Thank you.
Alter. Sie wollen noch neue Technikbombe, der steht bei mir im Internet. Das ist derselbe Video, ne? Genau. Was ist denn da für eine neue Technik, was er da drin? Ja, ich muss jetzt sagen, der hat hier nur 23. Jo, ganz entspannter Vormittag hier bei Max Beatshop. Max ist echt so, wie in seinen Videos, total cool. Er ist gerade eine Probe mit, ist gerade eine Runde mit meinem Chevy gefahren zur Probe. Ja, und ich habe mein Foto noch bekommen, weil Marco Degenhardt ist ja auch heute hier. Super Tag, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Lang! Besser kein stehen lassen, ne? Nein, wenn ich den Arsch mache. Das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Das geht? Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Soll ich mal probieren? Ich bin ihn auch noch nicht ausgefahren. Können wir das mal testen, wenn du willst? Na ja. Hat der Ofert weiß? Hat der mal 3-Gang-Automatik? Nee, der hat nur 3-Gang. TR 400? Oh, nee, 350. TR 350 hat er drin? Ich habe einen TR 400. Doch, der fährt aber geil. Da ist ja ein Nachteil jetzt halt, dass der einiges länger ist, ne? Weißt du, wie ruhig der fährt? Im Gegensatz zu meinen Männer fährt wie so eine Rüttelkuh. Ja. Echt, so brrr, alles vibriert, alles wackelt. Wegen der Bereifung, ne? Der ist schon heiß. Bremst der? Nee, der ist sexy. Aber der wird auch unbezahlbar, die Dinger. Naja, also ich hab damals. Deutsch. Au. Das ist eigentlich nach heutigen Marktpreis bis zumindest bei 20, ne? Warte, ich lass dich mal eben da vorne raus. Dann komme ich gleich wieder zurückgefahren. Ja, mach mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich war gleich da geladen. Ich bin ja schon gefahren, aber ich sag mal. Da braucht er die Ich hab vorher gefragt, ne? Ja, ich hab vorher gefragt. Bist du gleich schon gefliegt?